Zensai tröstete einst einen trauernden Jungen, dessen älterer Bruder in die Schlacht ziehen wollte. Er sprach: Kind, warum jammerst du? Ihr seid Teil derselben Familie. Und die Familie knüpft ein Band, das nicht durchtrennt werden kann durch Krieg, Gewalt, Hader oder Nachlässigkeit. Und noch wichtiger ist, ihr seid Brüder. Und Brüder sollt ihr bleiben, ungeachtet von Zeit, Zank, und selbst Entfernung. Ich habe den Dschungel absichtlich für dein Training gewählt, Leonardo. Vor langer Zeit wurde das Land von alten Kriegsherren beherrscht. Jeder Ninja kann springen. Weite Sprünge gelingen jedoch nur mit zusätzlicher Anstrengung. Du kommst höher und weiter, wenn du in der Luft schwebend erneut springst. Mit Münzen kannst du viele sehr nützliche Dinge kaufen. Dazu musst du allerdings erst deinen Auftrag erfüllen und ihn dann wiederholen. Verzeiht mir, Brüder. Mit Münzen kannst du viele sehr nützliche Dinge kaufen. Dazu musst du allerdings erst deinen Auftrag erfüllen und ihn dann wiederholen. New York. Vor einigen Jahren fand ich einen versteckten Tempel dort. In einen heiligen Raum legte ich einst ein Medaillon, das über mystische Kräfte verfügt. Wow!
Nutze deine Umgebung, mein Sohn. Lerne, nach Vorsprüngen zu greifen, um nach oben zu klettern oder dich zu verstecken. Es kann von Vorteil sein, um von einem Vorsprung zum nächsten zu gelangen, musst du dich auf den Vorsprung, den du greifen willst, zubewegen und gleichzeitig abspringen. Ja. Such den Tempel, erreiche den Raum und hol das Medaillon, Leonardo. Ich muss weiter nach oben, wenn ich den Tempel finden will. Stell dich zwischen zwei gegenüberliegende Mauern. Spring erst gegen die eine und dann gegen die andere Wand. Wenn du diese Aktion wiederholst, gelangst du nach oben, ohne dich irgendwo festhalten zu müssen. Wenn du gegen eine Mauer springst, kannst du daran hochlaufen. Springst du beim Hochlaufen ab, kannst du in neue Bereiche gelangen. Ja. Je häufiger du Kampfbewegungen anwendest, desto besser wirst du sie beherrschen. Getimten Tritt kannst du Gegner auf Distanz halten und gewinnst Zeit, um andere Gefahren auszuschalten. Wenn du in der Luft bist, kannst du einen Angriff ausführen, um bei der Landung den Boden zu zerschmettern. Ein Ninja nutzt geschickt Kanten und Vertiefungen, um von Vorsprung zu Vorsprung zu klettern.
Ja. Da ist er. Wow. Splinter hatte recht. Er ist einfach umwerfend. Splinter lehrte uns, dass wir mit jedem zur Strecke gebrachten Schurken an innerer Stärke gewinnen. 10 davon und wir können die Stärke zu einem verheerenden Schlag nutzen. Doch leidet unser Karma, wenn wir dabei Schaden nehmen. Das ist Wahnsinn. Wow! Ich hätte nicht gedacht, jemals sowas Schönes zu sehen.